Herzlich willkommen hier zum Hinterfragen auf der Touringkarte. Wir werden mal sehen, dass wir jetzt mal den Kurs eingefahren bekommen für das Feldrandmodus. Versuche ich mal. Früher war es mal ein blauer Strich gewesen, jetzt ist es alles grün. Keine Ahnung, ob man das ändern kann. Ob man es hier ändern kann, ich weiß es nicht. Hier ist eine andere Einstellung mit Abtanken. Hier ist es hier mit den Ablader und hier ist das Smoker-Driving, ja, aber das ist das denn hier? Also ich weiß es nicht genau. Ich fahre mal einfach mal so. Ich fahre jetzt mal den Radkurs mit grün ein. Ich weiß es aktuell nicht besser. Starte mal hier und fahre im Prinzip jetzt den Bereich ungefähr so wie der Stroh abgelegt wurde ab. Das ist auch der Bereich, wo er Drescher fährt, ne? Wo man in Zukunft sagen könnte, okay, das ist der Randbereich, wo man im Prinzip wenn man eher ein bisschen nach links fahren, ne? Dass er weiß, wo abtanken muss. Ne? Ich werde den Kurs kurz unterbrechen hier, also pausieren, also kurz aufhören, um den abzutanken, den einen Drescher, den grünen hier, und dann, wenn der jetzt einmal eingefahren ist, also eingetragen habe ich das schon mal. Hof, WLAN und Abladensilo. Das ist schon mal fix. Das war schon gewesen. Ich musste nur ein Stück Kurs ergänzen. Muss ich aufpassen. Muss ich vorher ausmachen. Denn hier weiterführen, ne? Sonst haben wir hier einen kleinen Knick. Können wir noch lassen. Falls wir einmal zu faul sind zu fahren, können wir dann mal abfahren lassen, der Crossplay. Der fährt ein bisschen anders als der Autodrive-Fahrer, aber das ist egal, das macht ja nichts. Wichtig nur bei Autodrive, dass sie sich keine Wege kreuzen. Zumindest kreuzen dürfen sie schon. Nur bei den schmalen Straßen sollten die sich nicht zu viele parallel führen. Ne? Also das sind dann, wenn zwei, drei fahren und die kommen immer sie entgegen, das ist ungünstig. Ne? Das wäre schlecht. Gut, dann fahren wir weiter, ne? So, ich hätte mal ein bisschen, na gut, okay. So, dann fahren wir jetzt den grünen Strich weiter. Und dann schauen wir, wie es aussieht, ne? So. Machen wir hier weiter, ne? Weil er weiß, wo das Feld zu Ende ist, ne? Sonst, ja. Da ist auch schon ein Kurs gefahren. Ich meine, ich habe viele Kurse schon eingefahren, ne? Also leider ist nach 4 Wochen ein bisschen abhanden gekommen, wo wir alle, ne? Also ich weiß nicht mehr genau. Vielleicht finde ich mal ein Tutorial von irgendjemandem, der das kann, der das weiß. Ich weiß, früher war das ja einmal Modus für Feld mit Blau. Also die Feldkurse blau. Also wenn ich jetzt grün mache, ist blau gewesen. Ohne Pfeile. Und jetzt ist es, naja, gibt es diesen Modus nicht mehr. Beziehungsweise ich weiß, wie gut es ist. Aber solange es funktioniert, ist okay. Muss ich einfach mal testen, ne? Sobald ich hier das jetzt hinkriegt habe. Verbinde ich den Kurs und dann ist gut. Dann ist erledigt. Dann ist der Feldrandkurs eingefahren. Und dann muss ich nur noch den Kurs anschließen an den Hauptkurs, ne? Das ist hier auch noch zu machen, aber das ist Klacks nachher. Ich muss da an links an den grünen Strich muss ich ran. Irgendwie.
Eine Möglichkeit in Fahrtrichtung. Nicht entgegengesetzt, man soll nicht entgegengesetzt fahren, ne? Das bringt nichts. Dann kommt derjenige durcheinander, der Fahrer hier. So, das ist verbunden. Doppelt. Ja, das kann man weg. Das sollte jetzt perfekt sein. So, der Strich. Also ein Kurs. So rum wird es nichts. Höchstens. Da links geht nämlich nach links. So. Das heißt, wir müssen hier eine kleine Kurve fahren. Zum. Ja, mit Glück, die Falle in die richtige Richtung. Und es wäre äußerst ungünstig. Verbinden. Gut. Jetzt haben wir ein Feld Kurs gefunden. Oder gefahren. Und jetzt fahren wir ein Feld Kurs rauf zum Feld. Also hier im Prinzip vom Hauptkurs. Und zwar ab hier. Und fahren wir hier so rauf. Wir machen hier vorne einen Punkt. Mit dem nicht. Den nehmen wir hier. Das ist ein Feld 47. Dann schließen wir noch ganz kurz hier an. Das mache ich deswegen hier vorne, weil ich nicht gleich mal rauffahren will. Oh, das geht in die Richtung. Wir auch nicht beendet, dann können wir diese Kurve fahren. Anführungszeichen ein bisschen schummeln, Anführungszeichen. Also, muss ja irgendwie immer in Fahrrichtung sein. Ne? Und da er von links kommt, ist es verfehlt. Fast nicht anders möglich. So, das wäre mal erledigt, ne? So, jetzt ist die Frage. Er hat nicht viele. Na gut, 47 haben wir jetzt und hoch. Okay. Ja. Mal gucken. Dann nicht. Anderer Modus, ach hier. Weizen? Nee, Weizen nicht. Gerste. Nee, Quatsch. Hafer. So. Hofsilo. WLAN nicht. Entladen. Und WLAN? Ja. Muss ich mal schauen, beim Takt beim. Muss ich mal schauen beim Drescher. Da muss ich einstellen können. Und zwar hier ist irgendwas. Auto 3 nicht nutzen. Zum Entladen auffüllen. Zum nicht? Ach so. Frage, ne? Gut, das ist auch 100% zum Entladen und Auffüllen. Also, dass der jetzt ihm entladen soll. Also, okay. Einsteigen. So. Weizen. Das ist jetzt eine gute Frage, ne?
Belan ist jetzt. Oh, hey, hey. 47. Müsste eigentlich so sein normalerweise. Müsste ich nur. Ganz bescheiden mal probieren, ne? Eine Runde fahren lassen, ne? Ob das so gemacht ist, ich weiß es nicht. Hoch? Ne, nochmal stoppen. Das ist anders. B-LAN auf 47 und Endlan Hochsilo. So muss es gemeint sein. Lass ihn mal fahren. Lass mal ruhig mal eine Runde fahren mit Hafer. Dann kann er mal sehen, ob der Autos entlädt. Oder auch nicht. Na logisch, Abkippsymbol ist ja da, ne? Mein Hänger hochgeklappt. Jetzt entladen. Belan ist auf Feldnummer 47. Dann muss er über auch noch Kursplay nur entsprechend finden. Er fährt wieder rauf. Ja, okay. Jetzt bin ich ein bisschen. Na gut. Ja. Das ist ja voll. Hafer. Weiß ich genau. So, mal gucken wir hier. Abstand Ruhe auf Feld begrenzen? Nein. Auftanken ja. Schaufelhöhe, das ist eine andere. Fruchtumfahrung ja. Abladen ab Level 85. Standard. Ja, das ist eine Frage. Gute Frage, reagiert nicht. Der ist voll. Oh, das ist doof. Ach so, das kann sein. Deutsche Abteilung. Auf Ruf warten, ach so. Na, ruf doch. Der zu mir? Das wäre auch ein Ding, ne? Ja, irgendwie jetzt. Ja, das war, das soll es denn heute gewesen sein. Na, schafft er das noch?
Geht da noch ein Scheiß umkippen hier. Junge, Junge. Ja, das soll es denn für heute gewesen sein. Ich hab's auch nicht geklappt. Ja, ist aber tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Wenn jemand was weiß, gerne reinschreiben in die Kommentare.